Kapitel 65 Der Preis für Frieden. Was? Was meinst du? Auroras Verwirrung und Zorn spiegelten sich in ihren Worten deutlich wider. Der Betroffene selber reagierte mit Misstrauen, nach allem, was geschehen war, verständlicherweise. Soll das noch eine Schicht der Prüfung sein? Warum sollte ich nicht bleiben können? Es ist eine Wahrheit, welche ich nicht möchte, aber doch nicht abwenden kann. Es hat mit den Grundlagen des Plots und der Kreation zu tun. Kel, du bist geschaffen aus dem reinen Plot. Die stärkste Kraft des Schicksals. Es ist deine Seele, dein ganzes Wesen und nun soll diese Welt frei werden. Bitte vergebt mir, ihr beiden. Als ich dich kreierte, Kel, ich erhoffte mir, dass du diese heutige Prüfung bestehst als ein Freund Auroras und wegen einem Sinn der Gerechtigkeit, aber ich unterschätzte euch. Niemals hatte ich erwartet, dass ihr einander je so nahe stehen könntet. Denn ich wusste von Anfang an, dass du gehen müsstest, Kel. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Warum muss er gehen? Langsam schwand der Zorn in der Stimme des Vulnona. Stattdessen begann sie zu realisieren, dass sie ihre Liebe nur gefunden hatte, damit das Schicksal ihr einen derartigen Hieb versetzte und Trauer und Frust begannen, ihren Platz einzunehmen. Lasst mich euch die Welt und den Plot erklären. Seht diese Welt als eine Art Körper. Und ich als Autor bin das Herz der Welt. Der Plot ist das Herz der Welt. Was diese Welt nun erfahren soll, ist eine Freiheit. Der Autor wird schwinden. Die Lebensenergie des Herzens wird auf jeden Fleck des Körpers verteilt. Wenn so der gesamte Körper die Aufgabe des Herzens übernimmt, könnte ein Wesen leben. Aber es wäre eine schwere Umgewöhnung, eine Zeit des Schmerzes. Und nun stellt euch vor, all die Energie, die beinahe droht, den Körper noch zu zerreißen, ist verteilt. Doch der Kopf des Wesens alleine hat die Hälfte dieser Macht. Es wäre ein Lebewesen, in welchem nichts genug Kraft zum Leben hat, außer einem kleinen Teil, welcher jedoch nicht ohne den Rest leben kann. Diese Energie bist du, Kel. Dieser Überschuss bist du. Wenn der Plot über die ganze Welt verteilt wird, dann wird der Planet leiden, aber leben. Bleibt jedoch der reine Plot, entsteht ein Ungleichgewicht. Ein Ungleichgewicht, welches die Welt aus dem Inneren heraus zerreißt. Wenn es Frieden geben soll, dann musst du gehen, Kel. Denn ansonsten wird der Frieden Stunden währen, bevor die Endzeit eintrifft. Aurora wollte einen Weg finden, irgendwie um den Verlust herumzukommen. Irgendeinen Weg, um Kel zu retten. Aber kannst du nicht einfach seine Plot-Energie nehmen und verteilen und Kel ohne diese Kraft leben lassen? Hast du gehört, was ich vorhin sagte, Aurora? Dies ist das Problem. Kel ist reiner Plot. Seine Seele besteht aus nichts anderem. Ich könnte tun, was du verlangst. Es würde aber nichts von Kel verbleiben. Während Aurora weiter versuchte, an fehlender Hoffnung festzuhalten, schien Kel relativ ruhig, trotz dem Wissen über sein baldiges Ende. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann soll es so sein. Ich mag es nicht, aber es gibt keinen anderen Weg. Sicher gibt es denn keine Option, Kel irgendwie leben zu lassen? Es muss doch irgendetwas gehen. So irrational ihre Hoffnungen auch waren, ich wünschte mir selber, dass ich sie hätte erfüllen können. Doch keine wahre Lösung fiel mir ein. Alles, was ich tun könnte, wäre eine Art Kopie Kels zu kreieren, bevor ich meine Macht abgebe. Geschaffen aus normalem Plot. Es wäre ein sehr leichtes Ungleichgewicht, doch ein erträgliches. Eine Kopie. Nein, auf keinen Fall, ich brauche Kel, nicht einen Nachahmer. Als er diese Worte hörte, entsprang den Lippen des Akani ein sanftes Lächeln. Aurora, du bist stark. Du kannst auch ohne mich weitermachen. Nein, ich hab meinen Vater verloren, ich hab mein Shadow verloren, ich kann dich nicht auch noch verlieren. Eine Mischung aus Mitleid und Trauer ging vom Akani aus, doch auf seinem Gesicht setzte sich trotzdem ein Lächeln ab. Ich weiß, dass nach allem, was geschehen ist,
Es wird ungewohnt für dich sein, aber wenn irgendjemand weitermachen kann, dann bist du das. Und du hast es vorhin selber gesagt, nicht? Was ist schon ein Pokémon im Tausch für den völligen Frieden? So falsch es sich auch anfühlte, die Debatte zu unterbrechen, musste ich die beiden stoppen. Die Gegend begann langsam zu verschwimmen, denn meine Macht begann zu schwinden. 5 Minuten. So lange habt ihr noch, bis es soweit ist. Dann ein einziger Satz und es werde Frieden. In diesen letzten Momenten, solange ich noch Kraft habe. Ihr beiden habt so viel durchgemacht. Kann ich euch noch irgendeinen Wunsch erfüllen? Für einen Moment schien es, als würde Aurora weiter darauf beharren, dass sie ihren Partner irgendwie retten sollte. Doch sie entschied sich um, im Bewusstsein, dass auch die 20. Frage nichts ändern würde. Kannst du Tote zurückbringen? Kann mal Shadow wiederkehren? Noch nie musste ich eine Frage so bedauernd bejahen. Ich kann Tote zurück ins Leben bringen. Aber Mashadow lebt. Du weißt selber, er und die Schatten sind in einer fremden Dimension weit ab dieser Welt. Und dorthin reicht mein Einfluss nicht. Auch für ihn gilt, was für Kell galt. Eine Kopie ist alles, was ich dir bieten kann. Der Frust spiegelte sich in Blicken und Worten wieder. Ich dachte, du wärst allmächtig, ein Gott, aber gerade wenn es um die Pokémon geht, die mir am wichtigsten sind, scheitert es. Soll das irgendeine Art Scherz sein? Ich verstehe deinen Unmut und es tut mir wirklich leid, doch weder ist es ein Scherz noch eine Prüfung. Es sind die Wege des Schicksals. Und in dieser Welt kann ich sein, wer ich will. Das Schicksal wird immer über uns allen stehen, auch über mir. Und das ist gut so. Während Aurora so in ihrer Trauer versank, hatte Kell eine Idee, welche ich auch bereits gedacht, jedoch nicht ausgesprochen hatte. Aber Aurora, was ist mit deinem Vater? Er könnte doch ihn zurückholen, dann musst du nicht alleine sein. Für einen Moment blickte das Voluna auf, jedoch schwand die Hoffnung schnell wieder. Es wäre möglich, aber würde er es wollen? Er hatte bestimmt Gründe, dass er sein Leben beendet hat. Was, wenn er gar nicht wiederkehren will und noch dazu... Was würde er sagen, wenn er erfährt, was Epsilon alles angerichtet hat? Auch hier war für mich nun wieder die Zeit gekommen, eine große Wendung zu offenbaren. Nun, ich bin mir sehr sicher, dass auch er wiederkehren wollen würde, denn Polar, Epsilon, du, ihr alle irrtet. Eines Morgens fandet ihr ihn tot auf, am Rande einer Klippe nahe eures Heims. Ja, es mag deutliche Anzeichen gegeben haben, doch... Wer verriet euch, dass er sich wirklich selbst das Leben nahm? Was willst du mir erzählen? Es war ein Unfall. Nicht mehr, nicht weniger. Von diesem Ort aus beobachtete ich die Welt und sah auch die Nacht, in welcher Hagel durch ein Geräusch aufschreckte. Er witterte Gefahr für seine Familie. Und er verließ die Höhle des Berges. Nachts im Stockdunklen sah er nicht, ob seine Furcht gerechtfertigt war. Doch sie hätte etwas anderem gelten sollen. Er suchte nach der Quelle seltsamer Schritte, welche er sich eingebildet hatte. Doch im finsteren, auf rutschigstem Eis, selbst als Eis-Pokémon, Unfälle geschehen. Wieder einmal verriet Auroras Blick mehr als 1000 Worte. Noch ein weiterer Glauben ihres Lebens war eine Lüge gewesen, nichts weiter. Und doch gab es ihr eine Grundlage. Und du meinst wirklich, dass er zurückkehren kann? Das könntest du tun? Ich verstand die versteckte Frage hinter der offenen und beantwortete diese. Sobald die Welt nur noch durch euch alle regiert wird, wird er wieder auf dem Planeten wandeln, welcher er einst verlassen musste. Nun endlich gab es für Aurora auch einen Schimmer der Hoffnung, klein wie er auch war. Auch Kell wandte sich erneut an mich. Er blickte mich an, neutral und ruhig. Darf ich auch noch einen Wunsch äußern? Ein Nicken sollte als Antwort genügen. Nach allem, was geschah. Verzweiflung, Verlust, Verrat. Epsilon ist nicht mehr gefährlich. Bitte sorge dafür, dass sie noch eine Chance bekommt. Auch wenn ich scheinbar nie ein Mensch war, fühlt es sich immer so an, als hätte ich eine zweite Chance bekommen. Jedes Wesen verdient so eine. Selbst Epsilon, gerade wenn Hagel zurückkehrt. Dinge können sich ändern. Zwar verstand ich den Wunsch des Prüfungs-Pokémon, jedoch wirkte der Ausdruck von Epsilons eigener Tochter weniger entschlossen.
Aurora, möchtest du einen Einspruch gegen diesen Wunsch einlegen? Für wenige Sekunden dachte sie nach, doch die Entscheidung folgte sogleich. Also, ich stimme nicht zu. Wenn es nach mir ginge, könnte sie im hinterletzten Kerker schmoren, aber was ich nicht kann, ist Kel seinen letzten Wunsch abschlagen. Wieder folgte ein sanfter Blick des Akani, gefüllt mit all den Gefühlen, die sich im Verlaufe einer riesigen Reise gebildet hatten. Mein letzter Wunsch ist aber etwas anderes. Kein Wunsch an den Autoren. Ein Wunsch an dich. Langsam trat er an Aurora heran. Sie wusste, mit Kel selber näherte sich auch sein Ableben. Sanft legte er seine Stirn an die ihre. Wenn ich wirklich Plot bin, dann werde ich immer über diese Welt wachen, weiter und weiter. Und immer an deiner Seite sein. Also bitte ich dich. Ich weiß, dass du stark genug bist, um weiterzumachen. Also lebe nicht ewig in Trauer um mich, sondern schreite voran. Ich werde niemals wirklich weg sein. Auch wenn du mich nicht mehr siehst. Während Tränen Auroras Gesicht herunterliefen, schien ihr alle Worte zu fehlen. Es gab so viel, was sie sagen könnte, drei Worte, die sie sagen musste. Und keines, welches sie sagen konnte. Und somit war der Moment gekommen. Grelles Licht durchfloss den Raum. Aurora und Kel verschwanden beide. Aurora würde sich bald am Polarsee wiederfinden und Kel, er wird nie vergessen werden. Eine Kreation. Eine Welt, die ich kreierte. Ein Meisterwerk. Eine Geschichte. Mehr als nur eine Geschichte. All die Wesen, welche ihr auf dieser Reise begleiten durftet. Auch ich begleitete sie, nicht weniger als ihr. Auch ich erzähle ihre Geschichte nur weiter. Und alle von uns, jeder Einzelne, sollte dankbar dafür sein. Dafür, dass es auch in unserer Welt noch Menschen gibt, die sind wie Aurora. Oder wie Kel. Wie Mashadow. Wie Monagoras. Wie Seraora. Niemand von ihnen ist perfekt. Und niemand von ihnen würde einen Anspruch darauf stellen. Sie können nicht alles, sind nicht allwissend. Doch sie stehen dazu. Dafür sind sie loyal, hilfsbereit. Es wird immer Menschen geben, die da sind, wenn ihr es am dringendsten braucht. Wir alle sind nur Menschen. Wir alle sind Menschen mit Schmerzen und Sorgen. Doch wir leben in einer Welt, die uns lehrt, diese Sorgen für uns zu bewahren. Sie sind unsere Sache, nicht die anderer. Doch seht, was Kel alles erlebte. Was wäre geschehen, wenn er sich an dieses Ideal gehalten hätte? Großes ist vergangen. Die epischste aller Reisen. Weit über ein halbes Jahr folgten wir alle ihr nun gemeinsam. Und nun, als Lohn für all die Arbeit, all den Schmerz, all den Leid, ist die Zeit gekommen. Einst kreierte ich eine Welt, geschaffen für eine Geschichte. Doch dann geschah es. Ihre Bewohner erwachten zum Leben. Und schnell wurde es mehr. Eine lebendige Welt. Und heute ist endlich der Tag gekommen, aus ihr eine freie Welt zu machen. Denn ein Satz vermag die Dinge zu ändern. Mein Schatten wird verbleiben in dieser Welt des Plots, leben in den Resten des Tales der Tiefen. Er wird ein Beobachter, doch auch ein Lebewesen. Auch ich selbst verbleibe, doch nur als Beobachter. Und nun ist es Zeit, die Macht des Autoren. Durch meine Worte, Hage kehrt zurück auf die Welt, welche er verließ. Epsilon wird ihrer Schuld entlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Ein Souvenir hinterlasse ich der gesamten Liga nahe der Küste. Und nun der Satz, der es alles beenden wird. Und so gab der Autor all die Kraft des Plot ab. Sie verteilte sich über die ganze Welt, wurde Teil jedes Pokémon. Aus einer Kreation entstand eine Welt, gleichbedeutend, wenn auch schöner wie die unsrige. Und was auch immer die Zukunft ihr bringen mag, es liegt nun nicht mehr in meiner Hand. Jedes Pokémon darf seine Zukunft verändern. Der größte Wunsch der Plotkriegerin. Und dir, Aurora, ich wünsche dir alles Gute. Du bist stark und du wirst nie vergessen. Und wer weiß, nun wo du deine Zukunft wahrlich selber in den Händen hältst, vielleicht
vermagst du Größeres, als ich es jemals gekonnt hätte. Es ist vorbei. Nun, noch nicht ganz, aber dazu später mehr. Nach 65 ganzen Kapiteln, mehr als 16 Stunden Hörspielmaterial, mehr als 7 Monaten, sind wir nun also am Ende der Haupthandlung dieser Geschichte. Und wie so oft möchte ich die Credits nutzen, um mit euch zu reden. Es ist niemandem ein Geheimnis. Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg war das längste Hörspiel, welches ich je geschrieben habe. Wird es für immer das längste bleiben? Vermutlich. Doch ich sagte einst schon dasselbe über Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 4 Another Life, welches heute mit seinen 38 Kapiteln beinahe mickrig wirkt. Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg war mir wirklich ein Herzensprojekt. Aber das ist nichts Neues, da auf keines meiner Hörspiele anderes zutrifft. Mit dem Hörspiel über mehr als 7 Monate hinausgestreckt, hat mich dieses Projekt weit über ein Jahr begleitet, seit ich im September 2021 begann zu schreiben. Ursprünglich war es Plus geplant wie ein kleines Zwischenprojekt, ähnlich wie es die Wesen unseres Planeten war, mit welchem ich mir die Möglichkeit geben wollte, noch einmal losgelöst von der Walross-Edition eine Welt der Pokémon zu kreieren. Und es funktionierte gut. Wie am Anfang der Geschichte angedeutet, vor allem durch die Rede Epsilons, die Regel des 25. Kapitels, hoffte ich, ungefähr 25 Kapitel zu erreichen. Doch die Ideen kamen und kamen und kamen. Somit hat mich dieses Hörspiel auch durch viele Dinge im Leben begleitet. Begonnen habe ich in der Q3, kurz nach den Ferien, das vorletzte Halbjahr meiner Schulzeit. Doch Ideen sammelte ich sogar schon in den Sommerferien davor. Seitdem geschah so vieles, privat und auf YouTube. Günther aus der Dönerbude vervollständigte die große Sage des ersten Menschen nach über 3 Jahren und wurde zu Günthers Hörspielstube. Das gesamte Hörspiel der Wesen unseres Planeten, welches zum ersten Mal bereits 2019 in Planung war, jedoch mehrfach cancelled wurde, kam auf den Kanal. Mein zweiter Kanal, K-Riff34, explodierte für meine Verhältnisse und bildete eine Community weit größer als die Hörspielstube. Und doch, müsste ich mich entscheiden, würde ich diesen Kanal immer vor meinem Smash-Content vorziehen. Das Schuljahr kam und ging. Während meinem Abitur erfuhr ich, dass wir umziehen müssten. Ich schrieb mein Abitur, schloss die Schule ab, bewarb mich fürs Studium, begann mit der Fahrschule, wurde in der Uni angenommen, wir zogen um. Und während all diesen Ereignissen begleitete mich eine Geschichte. Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Auch wenn ich weiß, dass du dieses Video nie sehen wirst, möchte ich an allererster Stelle Ambison danken, Ersteller oder Erstellerin der Fanfiction Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light. Letztes Jahr, über Sommer und Herbst, las ich die über 1 Million Wörter lange Fanfiction. Zum Vergleich, Plotkrieg hat bis hierhin etwa 150.000, etwas weniger. Und sie inspirierte mich dazu, diesem Projekt den Anstoß zu geben. Letztlich fand sich Guiding Light auch selbst in dieser Handlung geehrt wieder, als Team Radiance, Königsliga-Team und Finalgegner des Team Polana Vatra. Ohne diese Fanfiction wäre Plotkrieg nie Wahrheit geworden. Was Plotkrieg für mich selber jedoch wirklich besonders macht. Es ist bei weitem nicht mein erstes Hörspiel, aber angefühlt hat es sich einfach wie etwas völlig Neues. Vielleicht ist dieser Eindruck alleine meiner, doch um ehrlich zu sein, begann ich spätestens beim Hörspiel der Wesen, mich selber zu langweilen. Es kam mir vor, als wären viele meiner Hörspiele das gleiche in anderem Kostüm. Eine gleiche Grundhandlung, ähnliche Charaktere, eine gleiche Struktur. Eine große Reise, auf der die Helden etwas sammeln müssen, in der Regel neue Teampartner, um am Ende einen Gott zu besiegen, wobei jedoch meist irgendein Opfer gebracht wird.
fügen wir noch eine oft identisch verpackte Liebesgeschichte ein und schon haben wir ein klassisches Hörspiel meinerseits. Und ja, Plotkrieg hat auch einige dieser Aspekte. Und doch fühlt sich einfach die Verpackung so anders an. Gerade da ich Teile auch absichtlich nutzte, um Erwartungen zu umgehen. Die Plot-Armor wurde über die Reise gesammelt. Heißt nicht, dass sie vor dem Finale vervollständigt wurde. Das gesammelte Team waren, glaube ich, nicht gerade diejenigen, welche man wohl anfangs erwartete. Epsilons wahres Gesicht. Ich behaupte, dass für die längste Zeit die wenigsten Bescheid wussten. Es gibt so vieles, was ich noch sagen könnte, doch damit würden die Credits wirklich überfüllt werden. Vielleicht werde ich irgendwann ein extra Video machen, in dem ich zum Beispiel über kurzfristige Handlungsänderungen rede. Monagoras extrem verdächtiges Auftreten zum Beispiel fußte darauf, dass noch bis zum Schreiben von Kells Rückkehr am Vulkan eigentlich geplant war, dass tatsächlich er anstatt Amagaga zur Plot-Elite gehört. Nur eine Sache muss ich wahrlich noch hier hereinquetschen. Was meinte ich ganz am Anfang dieser Credits? Nun, tatsächlich ist trotz allem Plotkrieg nach seinen 65 Kapiteln noch nicht am Ende angelangt. Es folgt noch eine kleine Afterstory. Die Haupthandlung endet aber hier und heute. Was euch noch erwartet? Nun, sagen wir es so. Vielleicht waren die Pokémon Berelos ein wenig optimistisch über den Sieg gegen einen der eigenartigsten Feinde. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in Kapitel 66 noch einmal wieder.